Ja, so im Riesenslalom, das ist sicher eine sehr schöne Piste. Dann schauen wir, wie es kommt die nächsten Tage mit dem Wetter. Aber klar, die letzten Jahre hat es gut funktioniert im Riesen, so ich freue mich wieder da zu fahren. Und im Slalom ist es sicher ein bisschen flach, aber ja, ihr weiß, dass ihr gut fahren kann und jetzt muss ihr ein gutes Gefühl kriegen. Ja, also wenn ich wirklich zwei sehr gute Läufe im Ziel bringe, ohne große Fehler, dann bin ich zufrieden. Wenn es klappt für eine Medaille, dann ist es super, aber wenn es nicht geht und ich bin Fünfte mit meiner besten Leistung, dann ich weiß, dass ich weiterarbeiten muss. Ja, im Slalom, ich denke, es war sicher nicht so einfach, das ist ein Rennen im Januar, aber wenn ich wieder ein bisschen ein gutes Gefühl kriegen kann und leicht auf meine Ski sein, dann würde ich wirklich zufrieden sein. Ja, also am Ende gibt es keinen Unterschied, das ist so schnell wie möglich im Ziel zu fahren und meine drei Besten sind auf dem Podest, so ja, wir müssen wie eine normale Rennen es nehmen.